Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Land of Italy. In der letzten Folge haben wir begonnen, hier einen Auftrag zu fahren. Ich habe endlich mal wieder einen Auftrag angenommen, damit ein bisschen Geld reinkommt. Wir können hier 7000 Euro verdienen, die wir auch dringend benötigen, weil wir haben nur noch 58.000 auf dem Konto. Die Kohle schwindet und ich habe auch nicht allzu viel Rücklage bisher. Dementsprechend muss ich jetzt halt mal zusehen, dass wir hier irgendwie ein bisschen Geld ranbekommen. Und da kam mir der Auftrag ganz gelegen. Ich hoffe, das funktioniert alles wieder so wie eigentlich gewohnt. Zuletzt hatte ich ja immer etwas Probleme mit den Aufträgen. Mit kaputten Speicherständen etc. Das ist gerade ein schönes Bild, das wird direkt mitgenommen. Haben wir zwar auch beim letzten Mal schon so geschossen, glaube ich, aber jetzt sind wir ja schon mal ein Stückchen weiter. Also es ist noch die gleiche Aufnahmesession wie zuletzt, deswegen kann ich noch nicht beurteilen, ob es irgendwelche Probleme gibt, aber wir werden den Auftrag, hoffe ich doch, auch heute abschließen. Dementsprechend sollte das eigentlich hinhauen. Gut, wenn ich die Fläche so angucke, vielleicht muss ich die doch an einen Helfer abgeben. Und wir machen in der Zwischenzeit schon mal weiter mit der Aussaat. Aber die ersten Vorgewände hier wollte ich jetzt nochmal fahren. Und dann kann ich mir das immer noch überlegen. Zumal, oh ja, ist allerdings auch schwierig. Ich muss dann immer zum Abfahren rüberspringen. Oh, da habe ich ein bisschen was stehen lassen. Ist natürlich nicht so schön. Weil ich hier ja auf der Karte gar keine Autodrive-Kurse eingefahren habe. Es gäbe höchstwahrscheinlich welche. Wir können ja mal gucken. Nee, da war das gar nicht. Der hier. Ja, es wurden welche erkannt. Ihr seht, die liegen alle noch auf dem Boden. Das ist nicht meine Einstellung. Ich habe sie also überhaupt nicht angefasst bisher. Von daher, hier ist nichts verknüpft mit den Feldern oder so. Es wäre also gar nicht möglich, dass hier der Helfer dann abfährt. Was ist eigentlich, wenn ich hier auf den Kurs direkt gehe? Ist vielleicht gar nicht so doof, ne? Dann kommt das am Ende auch genau hin. Ja, schwierig. Vielleicht komme ich dann immer, wenn gemeldet wird, dass jetzt wieder abgefahren werden muss. Einfach zurück. Aber vorher muss ich an den Strommasten vorbei. Ansonsten gibt das nur Probleme. Mal schauen. Jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen hier genießen. Mit dem Drescher unterwegs zu sein. Thank you.
Mist. Voll in die Ernte rein. So, dann holen wir mal unseren Abfahrer dazu. Ich frage mich, ob ich den, ob wir es ausprobieren sollten, dass der mit Follow Me mitfährt. Wäre auch eine Variante. Wobei der jetzt wahrscheinlich gleich erstmal voll ist. Wie viel haben wir denn? 29. Ja, eine Ladung müsste dann noch reingehen. So, einmal abtanken bitte. Und dann probieren wir das mal wieder mit Follow Me aus. Würde ich sagen. Das ist doch ein schönes Bild jetzt. Hier schön vorm Tor am Tanken. Da kann man sich nicht beschweren. So möchte ich es haben. Einmal so und einmal einen Ticken tiefer. Und den möchte ich auch noch haben. Sehr gut. Ah, sehr schön. Boah, gut Ding will Weile haben, ne? 61. Bisschen Platz hätten wir also noch. Ah, der Drehschemel und ich. Wir werden keine Freunde mehr. Ne, wir werden keine Freunde mehr. So, wie war denn die Einstellung? Das ist gut. Und jetzt hätte ich gerne einen Versatz von, ich sag mal, 3,50 Meter. Und wir müssen aber nach vorne. Oh. 4 Meter. Nee, das läuft noch nicht so optimal hier. Den musst du mal runternehmen, sonst wird das Ganze nix. Wie viele Meter sind das wohl? 4? Ich möchte ihn genau daneben kriegen. Das haben wir auf der Krebach ja schon mal geschafft. Also müssen wir das auch hier schaffen. 9er Versuch. Steuerung F. Mach mal 4,50 Meter. Und ich glaube, wir mussten auch ein bisschen vorweg. Du musst schon mehr. Du bist dumm. Du bist dumm. Einfach. Lass mich doch mal durch da. Der ist wirklich strohdoof. So, jetzt sieh zu, wie du hinterherkommst. Ja, das hast du ja ganz schlau hinbekommen. Oh Mann. So. Gibt's ja wohl nicht. Wieder ausfahren. Anschmeißen. Und an solchen Ecken war immer das Problem, dass das nicht richtig hinhaut. Ich weiß nicht, warum der so eng an dem Gerät langfährt. Wahrscheinlich, weil er nach vorne weg will. Aber ich muss ja... Na, vielleicht muss ich gar nicht nach vorne weg. Bleiben wir mal bei 0. Und gehen wir jetzt mal auf satte 5,50 Meter.
0 reicht nicht. 2. 4. Machen wir mal 6. Mal gucken, ob das klappt. Surprise, surprise. Gut, ich kann jetzt natürlich nicht so schön die Kurve nehmen wie sonst. Der kann sogar noch mehr Abstand halten und weiter vorfahren, ne? Mach mal 6 Meter und 8 vorne weg. Ah, machen wir mal 10. Komische Einstellung, weil ich jetzt natürlich anfahre und dann haut's hin. Guck mal. Das wird nur an den Enden hier von meinen Bahnen dann nicht mehr hinhauen, fürchte ich. Aber zumindest haben wir hier jetzt ein schönes Bildchen während der Fahrt. Vom Überladevorgang während des Dreschens. Mitgenommen. Dafür hat sich der Aufwand doch gelohnt. Tja, nur an den Ecken hier muss ich dann Einbußen hinnehmen. Mit der Methode, weil ich jetzt natürlich nicht vor- und zurückfahren kann. Das heißt, ich muss immer schön rumziehen und dabei nehme ich wahrscheinlich nicht alles mit. Ah doch, hier hat es geklappt. Da hinten wird es dann wahrscheinlich eng werden. Schauen, ob das hier eine gangbare Variante ist. Spätestens bei den Strommasten ist aber wahrscheinlich wieder Schluss. Da geht das dann wieder nicht. Und hier ist jetzt so eine wunderbare 90 Grad Winkelecke, die ich dann nicht bekomme. Die ich dann so stehen lassen muss und am Ende nochmal einsammeln muss. Also ganz so optimal ist das auch nicht. Würde der Helfer, glaube ich, mit dem Drehschemel auch nicht hinbekommen, wenn er zurücksetzen müsste. Und ich kann den da ja aber auch nicht pausieren. Also wenn man Bahnen zieht und genug Platz hat, um am Ende immer schön gleichmäßig geradeausfahrend zu drehen, oder weiterfahrend und dann eine Kurve zu fahren, dann ist das hier auf jeden Fall eine Variante, die funktioniert. Auf so kleinen Feldern ist es tricky. So, und hier würde er sich jetzt festfahren. Ja, der steuert schon genau auf den Strommast zu. Hier muss ich ihn dann stoppen. Und einmal aussetzen lassen. Dann kann ich das kurz nutzen, um hier den Part einmal reinzuholen. Und dann wieder in die Bahn zu gehen. Oh, da war ich aber auch nicht gut in der Bahn, ne? Nochmal frisch ansetzen von hier hinten. So ist besser. Ich glaube, auf dieser Bahn hier muss ich pausieren, so lange, bis ich an diesen Masten vorbei bin. Anders geht's hier nicht. Dahinter müsste ich den Helfer dann eigentlich wieder aktivieren können mit Follow Me. Oh, schön eng rum. Vorsichtig. Ha! Sehr gut. Und ab hier müsste es jetzt erstmal wieder gehen. Deswegen holen wir den jetzt zurück. Ist auch noch gut Platz drin. Da
Dann sagen wir ihm. Nee, den nicht. Den wollte ich gar nicht. Ich wollte den. Die Einstellungen sind ja noch gespeichert. Und dann kann es hier weitergehen. Warum wird nicht weiter übergeladen? Oh, der hat sein zulässiges Gesamtgewicht erreicht. Der darf nicht mehr aufladen. Guck an, guck an. Dann fahren wir bis zum Ende durch. So. Jetzt machen wir mal den Test. Was passiert, wenn ich jetzt sagen würde, lass mal rückwärts fahren? Ob er das mitmacht oder ob er sich einen anderen Weg sucht. Oh, 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 oh. Er baut erstmal einen Unfall. Nee, spitzenmäßig. Gut. Dann übernehmen wir mal kurz. Was war das denn? Achso, er hat den Helfer schon vorher rausgenommen. So, jetzt stopp doch kurz bitte. Ja, wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Bitte sehr. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen jetzt abliefern. Aktiv. Wir liefern ab an der Gragnano-Mühle. Wo ist die Gragnano-Mühle? Die soll ja eigentlich jetzt blinken. Theoretisch müsste sie blinken. Restaurant, Agrargenossenschaft, Molkerei, Konditorei, Ballenverkauf, Fahrzeughändler, Sägewerk, BGA, Weinkeller, Gasthaus, da ist die Gragnano-Mühle. Herrje. Na klar. Die ist hier. Ja, logisch. Hätte ich hier hochfahren können. Jetzt stellt euch nicht so. Ich komme hier nicht weg. Jetzt müsst ihr damit leben, dass ich da durch muss. So. Dann fahren wir da jetzt auch hoch. Sobald wir da durchkommen. Wir nur mal Gas geben, ne? So, du wartest jetzt. Du wartest. Danke. Gott, oh Gott. Auf der Karte fährt man aber auch gern einfach mal Außenansicht. So bei 80% Beladung mit Hirse ist dann das Limit erreicht. Muss ja noch zumachen. Kleine Wasserentnahmestelle. Und die Mühle ist ja genau neben uns. Oha, oha. Da hat er zu kämpfen. So, man kann auch von hier hinten rum. Dann gucken wir mal, ob das vielleicht sinnig ist. Cell Area. Und Input Area. Gut. Dann machen wir das jetzt so. Weil ich ja nicht sonderlich drehschemelbegabt bin. Part 1 abgeben. So, das waren jetzt um die 6% hier. 33% haben wir abgeliefert.
Sprich, wenn ich noch zwei weitere Anhänger gefüllt mit 80% abliefere und ein kleines bisschen, haben wir den Auftrag erfüllt. Und dann kann ich den Rest, oh Gott, für mich behalten. Aber noch zwei volle Hänger müssen auf jeden Fall da rein. Ja, da wird wahrscheinlich dann nicht so viel überbleiben für uns. Aber ist okay. So, dann schauen wir mal, ob das hier einigermaßen klappt, wenn wir jetzt weitermachen. Ist, glaube ich, auf jeden Fall immer noch die schnellere Variante, als wenn ich immer den Abfahrer hole, stehen bleibe und abtanke. Also fahren wir jetzt lustig Kreise. Beziehungsweise können. Ja, nach dem Vorgewende könnte man dann auch auf Bahnen wechseln. Aber der fährt halt auf der einen Seite dann immer durch die Frucht. Das wäre jetzt nicht so cool. Zumal wir auf der Karte hier ja, wenn ich mich nicht täusche, Fruchtzerstörung sogar eingeschaltet haben. Aber wenn man ein bisschen rumgetüftelt hat, dann klappt das auf einmal. Bin gespannt, was ihr zu der Variante sagt. Die PC-Spieler unter euch sind ja höchstwahrscheinlich zu einem großen Teil auch unterwegs mit Mods. Viele wahrscheinlich auch mit CP. Aber wer von euch nutzt denn Follow Me? Ich weiß gar nicht, ob noch viele diese Mod kennen, weil es ist immer, man hört immer gleich Cosplay, Cosplay, Cosplay. Aber Follow Me bekomme ich jetzt nicht häufig zu hören, wenn ich mal irgendwo zuschaue oder bei einem Livestream reingucke. So, der wird da gegendonnern. Das heißt, der macht eine kurze Pause, bis wir hier wieder dran vorbei sind. Einmal einfahren. Und dann mache ich hier auch wieder so eine Runde drum. Vielleicht gucke ich dann am Ende noch mal, ob das passt. Bin, glaube ich, auch auf einem ganz guten Kurs gerade. Und dich muss ich da jetzt einmal drumherum manövrieren. Sonst fährst du dich da gleich fest. Achso, ja. Man muss das HUD immer anhaben, um Follow Me zu aktivieren. Sonst geht's nicht. Oh, und hier kommt auch schon der nächste Strommast. Ah! Ob's jetzt klappt hier, wenn ich hier rückwärts fahre?
Mal gucken, wie sehr wir ihn verwirren. Du kannst dich hier wieder, du kannst hier wieder, du kannst hier wieder. Ja, abdrehen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt bleib ich hier hängen. So, jetzt haben wir's. Okay, also mit genug Fläche drumherum haut das hin. Also er versucht dann auch gar nicht mehr diese Rückwärtsfahrgeschichten mitzumachen, wie ich das noch aus dem 19er kenne. Also er hat halt alles einfach wiederholt, was man selbst gemacht hat. Und wenn man rückwärts gefahren ist, hat er das auch versucht. Und da kamen dann die lustigsten Sachen bei raus. Jetzt eine schöne Delle reingefahren. Das wird sich noch rächen. Naja, ich muss ja am Ende eh noch mal ein bisschen nacharbeiten hier. Wie habe ich die Kurve da eigentlich hingekriegt? Ich glaube, das schaffe ich nicht nochmal so exakt. Nee, dieses Mal ist ein bisschen stehen geblieben. Ich glaube, ich muss mich auch endlich mal mit Videoschnitt hier befassen, ob ich will oder nicht. Um für solche Arbeiten dann vielleicht mal so ein Zeitraffer einzubauen. Ist lang her, dass ich das gemacht habe. Muss ich mir mal wieder angucken. Ich könnte natürlich dazu übergehen, jetzt immer die Außenbahnen einfach nur wegzunehmen. Aber dann müssen wir immer so weit fahren. Ist auch doof. Wenn ich so drüber nachdenke, in der Realität würde man wahrscheinlich hier durchstechen, oder? Und dann so kleinere Quadrate fahren.
Ist auch eine Überlegung. Machen wir das doch. Wobei auf der ersten Bahn wird er mir dann noch was kaputt fahren. Also setze ich den mal aus kurz. So, hol den später dazu, wenn ich hier wieder ankomme. Und dann machen wir das so. Dass wir so ungefähr auf der Mitte. Nur circa. Hier und dann mit VCA durchgehen. Das müsst ihr eigentlich hinhauen. Das könnte doch die Lösung sein hier. Taha! Schlau wie Bexon. Oder aber auch Dulli Bexon, weil er nicht früher auf die Idee gekommen ist. Je nachdem, wie ihr wollt. Dann hebt man hier aus. Gibt Gas. Fährt hier rum. Setzt hier wieder an. Und dann hat man auch nicht das Problem, dass hier unnötig was rumsteht, so wie jetzt. Wäre ich mal früher auf die Idee gekommen, wa? Mega gut. Oh, herrlich. Naja, so ist das manchmal. Nicht ganz so günstig. Ach so, ich hatte nicht ausgehoben. Ah. Na, jetzt musst du eine extra Runde drehen hier. Jetzt stehst du mir im Weg. Wie kriege ich dich da jetzt weg? So, die letzte Bahn ist dann schwierig. Ja, noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Soll ich dich anschieben oder wie? Du musst da weg, du musst da weg, du musst da weg. Nee, er kommt nicht weg, wenn ich jetzt hier so eine Runde drehe. Vielleicht noch eine, so eine kleine Extra-Runde. Kommst du dann? Ich bin hier hinten, hallo. Nee, 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 er will nicht.
Da muss ich am Ende muss ich weiter ausholen. Haut dann also nicht hin. Okay, gut. Ah, dann bereinige ich die Situation hier jetzt mal. Und dann gehen wir in der nächsten Folge hier auf das letzte verbleibende Viereck dieses Auftrags und machen den Auftrag dann fertig, um unsere 7.000 € abzuholen. Gut. Schreibt mir gerne, ob das richtig war mit dem Durchstechen. Lasst mir gerne auch einen Daumen da, gerne auch ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf der Land of Italy wieder. Dann geht es hier weiter mit dem Auftrag und hoffentlich haben wir dann noch ein bisschen Zeit, um auf unserem Feld die Aussaat voranzubringen. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.